Auf das Herz kommt es an. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, da sagte der Herr zu ihm, O ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen, hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein. Jesus besucht auch das Haus eines Pharisäers. Äußerlich verhält dieser sich tipptopp, doch innerlich ist sein Herz voll Unbarmherzigkeit und Stolz. Ja, in seinem Stolz verurteilt er sogar Jesus. Jesus macht ihn auf seinen Stolz aufmerksam und verriet ihm, wie sein Herz rein werden könnte, nämlich durch gelebte Liebe für die Armen. Die Reinheit des Herzens, die Jesus schenkt, sehen wir besonders schön bei der großen Sünderin, die von Jesus die Worte hörte, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Der heilige Franz von Sales sagt so treffend, auf das Herz kommt es an. Nie habe ich das Vorgehen jener billigen können, die bei Äußerlichkeiten beginnen, um den Menschen zu bessern, bei Haltung, Kleidung oder Frisur. Mir scheint im Gegenteil, man muss beim inneren Menschen anfangen. Weil das Herz die Quelle unserer Handlungen ist, werden diese so sein, wie unser Herz beschaffen ist. Darum möchte ich vor allem das erhabene und heilige Wort Es lebe Jesus in dein Herz schreiben. Ich bin sicher, dann wird dein Leben als Früchte nur Handlungen hervorbringen, denen dieses Heilswort aufgeprägt ist. Mit einem Wort, wer das Herz des Menschen gewonnen hat, besitzt den ganzen Menschen. Jesus, bitte vergib uns, wenn wir unbarmherzig waren und andere nach ihrem Äußeren beurteilt und vielleicht auch verurteilt haben. Und schenk uns ein offenes Herz, voll Liebe für alle Brüder und Schwestern, die in Not sind. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich auch alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. So segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.